Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu My Time at Porsche. Ich guck mal gleich direkt zu Anfang. Ich weiß, heute dürfen wir ins Forschungszentrum gehen, unseren Bauplan abholen. Aber ich will direkt mal am Anfang in unsere Mission schauen, was wir eigentlich alles noch haben. Regenschirme sind wichtig, dafür müssen wir irgendwelche Krabben töten. Seltsame Linsen. Da müssen wir mit Merlin reden, das ist im Forschungszentrum. Die kleinen Pflanzkästen, die könnten wir bald mal herstellen. Kupferklingen auch. Und hier die Brücke, da brauchen wir noch ein Weilchen. Handelsaufträge haben wir nicht. Heute ist Ingame Freitag. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall noch einen Auftrag abholen. Aber ich gucke erstmal, ob wir Sachen haben noch zum Verarbeiten, wie... Ja, das weiß ich nämlich gerade gar nicht mehr, ob wir noch... Ja, genau, wir haben Bretter. Sehr schön, die nehmen wir mit. Die sind auch gleich... Da sind auch gleich die restlichen fertig. Die sind alle fertig. Und ich wollte, glaube ich, gucken, ob ich schon für unsere Brücke was herstellen kann. Nicht die Gegenstände, nicht die Montage hier. Und zwar den Brückenkopf und den Brückenkörper. Da brauchen wir ja welche. Ja, bitte einmal angucken. Da brauche ich Hartholz. Das Hartholz. Dafür brauchte ich erst eine bessere Bronzeplatten. Das könnten wir eventuell machen. Das würde vielleicht sogar gehen, der Brückenkopf. Ich mache den mal einmal hier hin. Was brauche ich denn dafür schon? Bronzeplatten. Das heißt, ich müsste natürlich Bronze schmelzen. Und ich glaube, ich habe gar nicht so viel Bronze. Egal, wir machen das... Moment, da ist Post. Ich habe Post bekommen. Wovon habe ich denn Post? Schauen wir doch mal. Vom Forschungszentrum. Das wird sehr wahrscheinlich die Mitteilung sein, dass unsere Sachen fertig sind. Hallo, wir haben etwas Nützliches auf der Datendisk gefunden, die du uns gestern gebracht hast. Wir müssen noch einiges durchsehen und senden dir die Ergebnisse innerhalb von einem Tag zu. Das Forschungszentrum. Wir müssen da aber sowieso heute hin. Und vom Rathaus... Der 19. dieses Monats ist der Tag der strahlenden Sonne. Wir laden euch alle herzlich ein, ein Geschenk für die Stadt vorzubereiten und das Bürgermeister Gale vor dem 18. zu bringen. Am Festtag werden wir die Geschenke wie immer aus unserem Luftschiff werfen. Vielen Dank, die Regierung von Porsche. Bis zum 18. ein Geschenk vorbereiten. Okay, wir haben dann noch eine knappe Woche. Was könnten wir denn machen für ein Geschenk? Ich nehme das mal eben ganz kurz auf und dann gucke ich mal, was wir Schönes herstellen könnten. Könnte ich irgendwas Möbliges herstellen? So ein Sofa würde ich ja eigentlich gerne machen. Wir haben aber keine Faserfasern, also Faserstoff hätten wir haben aber keine Hartholzdielen. Aber eigentlich würde ich gerne ein Sofa herstellen. Das fände ich gar nicht so schlecht. Oder so ein Teetischchen. Den könnten wir aber auch noch nicht herstellen. Oder Geschenke. Ein Talisman wäre ja auch nett. Den könnten wir tatsächlich herstellen. Aber ich weiß halt nicht, was die Stadt so bräuchte und möchte. Vielleicht kriegen wir ja einen Tipp. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht kriegen wir einen Tipp von unserem Bürgermeister. Erstmal schauen wir, dass wir einen Auftrag abholen. Da könnten wir vermutlich schon das Geschenk beim Bürgermeister abgeben, wenn wir denn schon was hätten. Haben wir aber nicht. Gehen wir erstmal in die Handelsgilde. So, ist denn der gute... Nein, er ist noch nicht da. Perfekt. So, Handelsaufträge. Was gibt's hier denn Schönes? Ich brauche 6 geröstetes Fleisch. Bitte hilf mir, diesen Auftrag zu erfüllen. Wie mache ich denn geröstetes Fleisch? 4 Glas, Dr. Xus Klinik, bitte erfüll diesen Auftrag. Wassertanks. Ich will mal gucken, kann ich vielleicht hier irgendwie schauen, wie ich... Geschenk für die Feier, ich weiß nicht... Okay. Wir haben noch 6 Tage und... Wie könnten wir eventuell... Warte mal, Glas. Ich will mal schauen, ob wir irgendwo wissen... Genau, Glas. Glas kann ich im Steinofen herstellen. Und was war das andere, was sie brauchten? Glas und... Geröstetes Fleisch war das, richtig. Steht hier, wie ich geröstetes Fleisch mache? Also sehr wahrscheinlich Fleisch und ein Ofen, aber ich weiß nicht, welcher Ofen. Kann ich hier eigentlich... Nö, ich kann nicht suchen. Ich muss einfach nur so gucken. Steht hier irgendwo Mehl? Da müsste aber geröstet... Also wenn Mehl hier drin steht, steht geröstetes Fleisch sicher auch drin, oder? Ich habe hier noch nichts entdeckt, was nach Braten aussieht. Das ist jetzt... Ah, hier... Nee, getrocknete Paprika. Geröstetes Fleisch. Ein Grill. Wir brauchen dafür einen Grill. Ich gehe mal eben nochmal schnell zurück. Achso, ja. Bitte raus. Ein Grill. Das könnte ich eigentlich hier schauen, wie man einen Grill macht, aber für das Glas. Ich würde liebend gern das Glas machen. Wir haben ja so ein bisschen Splitter und alles Mögliche. Lass mal eben ganz kurz gucken. Der Grill. Ein Grill. Was brauchen wir denn alles für einen Grill? Oh, das geht doch. Kupferrohre, Kupferbau. Oh, da brauchen wir viel Kupfer. Und ich habe noch nie Kupferrohre gemacht. Ich müsste mal gucken, wie man Kupferrohre herstellt. Ich weiß also nicht, ob ich das gegrillte Fleisch annehmen sollte.
Aber mit dem kleinen Ofen hier sollten wir Glas herstellen. Auch Sand! Ja, wisst ihr was? Da machen wir doch einfach mal ganz viel Glas. Das stellen wir doch einfach mal her. So. Ein Tag, 11 Stunden. Das bestätigen wir mal. Auftanken bitte für... Ja, doch bitte mal auftanken. Wir haben nicht genug Holz. Das heißt, ich sollte noch ein bisschen Holz hacken. Aber erst gehen wir ins Forschungszentrum. Nee, wisst ihr was? Nee, erst hacken wir einen Baum. Und dann gucke ich mal, ob ich nicht vielleicht... Beziehungsweise einen Busch. Damit wir ein bisschen nachfüllen können. So, Holz bitte alles zu mir. Damit ich mein Glas herstellen kann. Ich lasse das Holz hier mal liegen. Ich mache lieber hier die Büsche weg. Die bringen, glaube ich, mehr. Also insgesamt so betrachtet. Und da wir die nicht abernten können, ist das super. Da lohnt sich das nämlich dann auch gar nicht wirklich, dass wir die hier stehen lassen. Die Bäume schon. Aber ich muss irgendwann auch Bäume fällen, weil wir Hartholz brauchen. Und da ist Tierdung. Oh, wofür habe ich den nochmal gebraucht? Für irgendwas haben wir auch Tierdung gebraucht. Ich weiß noch nicht mehr für was. Ich vergesse nicht, ja Mensch. Und es kann auch sein, dass ich im Haus noch Holz habe. Das kann durchaus sein. Wir gehen auf jeden Fall auch gleich nochmal ausgraben. Ich sag, ihr Lamas mögt mich bestimmt nicht mehr so ganz doll, weil ich ein paar von euch geschlachtet habe. Ne, du kleines buntes Lama, du. Hoppala, da hat's. Ja, abgenutztes Fell und Fleisch. Das ist doch schön. Entschuldige, Lama. Es tut mir so leid. Eigentlich ist es total gemein, was wir machen. Arme kleine Lamas. Arme kleine Wesen. Okay, ich fülle hier mal den Ofen nach, damit unser Glas hergestellt wird. Und dann würde ich... Ich hoffe, das geht gleich noch. Ja, bitte. Immer schön rein da. Wir haben auch jetzt noch zu wenig. Jetzt hoffe ich, dass der Glasauftrag noch da ist und Higgins sich den nicht geschnappt hat. Der alte Higgins, der Stinkstiefel. Der uns nichts gönnt. Vermutlich wäre er schon dreimal mit der Brücke fertig, weil er besser ist als wir, aber... Nichts gönnt er uns einfach. Ich glaube, ich sollte das mit dem gegrillten Fleisch noch nicht machen. Ah, es ist noch da, Gott sei Dank. Okay, wir brauchen wie viel Glas? 4-mal Glas. Dr. Auftrag... Ja, das nehmen wir an. So, den haben wir angenommen und jetzt gehe ich direkt mal zum Forschungszentrum. Und wir müssen uns dann tatsächlich überlegen, was wir für die Stadt herstellen. Ich würde liebend gerne, wirklich liebend gerne, so ein Sofa machen. Ich könnte bestimmt auch... Es gibt bestimmt Guides dazu, was man für die Stadt machen kann und wie das dann alle beeinflusst und womit man sich besonders beliebt machen kann. Wir waren nochmal das Forschungszentrum. Also beziehungsweise nicht wo, sondern wie bin ich da nochmal hingekommen? Oh, hallo! Marsh singt in der Dusche. Er ist nicht sehr gut, aber er bringt die Mädchen zum Lachen. Sehr schön. Okay, Forschungszentrum war das denn? Ich weiß, wir mussten irgendwo eine Treppe hoch. Hier war es nicht. War das die Schule hier? Nee, das ist das Forschungszentrum. Zumindest müssen wir da... Ja, das Forschungszentrum. Ah, ich habe meinen Orientierungssinn, den es einfach nicht gibt. Okay, da ist Merlin. Das ist das mit dem Brillenglas gewesen. Ich habe mir die Linsen angesehen, die du mir gebracht hast. Ich dachte, es wären Bündel oder Fokuslinsen einer uralten KI. Aber nein, das sind nur Brillengläser. Allerdings nicht von der normalen Sorte. Von welcher Sorte dann? Diese Linsen verändern das Spektrum des durchscheinenden Lichts. Ich glaube, sie wurden in der Vergangenheit benutzt, um Farbenblindheit zu behandeln. Ich habe sie sogar für dich in einen Rahmen gesteckt. Farbenblindheit? Das ist nichts, was man heutzutage leicht herstellen könnte. So viel ist sicher. Nun, ich brauche sie nicht, also kann ich sie dir zurückgeben. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es jemanden in der Stadt, der farbenblind ist. Ich weiß leider nicht mehr, wer es ist. Okay, dankeschön. Dann, sobald diese Person mich darauf anspricht, werden wir dann jemandem, ja, etwas für seine Farbenblindheit geben können. Die Kirchenleute sind so stur. Warum sollten wir die Technologien der alten Welt nicht verwenden? Sie können ganz offensichtlich dazu beitragen, unser Leben einfacher zu machen. Das macht wirklich keinen Sinn. Okay. Da war irgendwo der kleine... Warte mal, hier, vielleicht können wir ja mit Petra reden. Oh, habe ich dich gerade angerempelt? Das tut mir leid. There are many forgotten technologies from the old world. Last time Arlo found a self-heating box. Merlin tried heating an egg. And it almost blew up the research center. Okay. Our research is almost done. If everything goes smoothly, we'll have something for you by tomorrow. Okay, danke schön. Ich dachte heute eigentlich. Eigentlich hieß es, heute sollen wir nochmal... Aber egal, macht nichts. Wir haben das mit den Brillengläsern gemacht, das ist super.
Und jetzt könnten wir eigentlich nochmal Ausgrabungen machen, solange wir noch die Gelegenheit dazu haben. Das. Ja, das würde ich jetzt eigentlich auch machen. Total Tools. Wir haben nicht mehr ganz so viel Platz hier, aber das macht ja nichts. Also, ich meine, wir haben sozusagen schon. Wir haben unser Inventar nicht mehr ganz leer. So, wir haben natürlich noch mehr als genug Platz. Komme ich eigentlich da irgendwie hoch, wenn ich hier aufs Dach springe? Ha. Jawoll. Perfekt. Es geht doch nichts über eine schöne Kiste mit einem Talisman. Ja, das war super. Haben wir einen Talisman bekommen. Den hätte ich mir auch fast. Nee, warte, das Forschungszentrum. Nicht Forschungszentrum. Oh, ich und manchmal meine. Gar, wenn ich keine Worte finde, da ist die Mine. So, rein da mit uns. Wir brauchen dann unsere Spitzhacke hinein. Für 2 Tage haben wir noch gezahlt. 3, wenn wir den heutigen mit einrechnen. Ich brauche aber auf jeden Fall noch mehr Holz. Und tatsächlich endlich mal die Überlegung, was ich eigentlich Schönes herstelle. Fürs Dorf. Also, ich habe nicht vergessen, wie es geht. Ich habe vergessen, wo wir noch uns hinstellen konnten, um noch Schätze zu finden. Relikte. Spiel. Porsche, Dankeschön. Da hing es gerade und ich weiß nicht warum. Mal hier hinten das versuchen. Da schaut so aus, als hätten wir noch nicht ganz so viel ausgebuddelt. Ja, auch nicht. Es kann ja aber eigentlich kein. Ich mache das aber jetzt nicht falsch. Ich bin sehr irritiert. Ich habe komplett vergessen, in welche Ecke wir mussten, um noch was zu finden. Ich versuch's mal hier oben. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Sag mal, das kann doch nicht sein, dass wir hier einfach nichts mehr finden. Da bin ich aber dagegen, liebes Spiel. Versuchen wir es mal da hinten in der Ecke. Bonk. Nein, hier ist einfach nichts mehr. Das kann doch nicht sein. Ah, da, hier sind Sachen. Sehr gut. Und zwar ganz in der Nähe. Hat jetzt ja auch lang genug gedauert. Muss man sagen. Oh nein, das ist schon wieder so ein Ding, was ich nicht ausgraben kann, oder? Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich da dran komme. Wir müssen uns neu suchen. Wie wäre es zum Beispiel mit dem hier? Na, dir. So, ein bisschen weiter weg, aber dafür kriegen wir dich vielleicht, hoffe ich sehr. Es kann auch einfach sein, dass wir dafür besseres. Ich komme da nicht ran, oder? Das ist ein bisschen doof. Ich bin sehr irritiert. Also ich bin, wie man merkt, ja nicht die Beste im Ausgraben, aber ich weiß wirklich nicht, wie ich an diese Sachen hier rankommen soll, die hier irgendwie so drunter sind. Moment, ich muss auf die andere Seite. Ich habe mich ja schon mal fast durchgegraben. Ganz verzweifelt. Nee, das kann eigentlich nur. Aber das ist ein bisschen doof gerade an der Stelle. Muss uns eine andere. Ja, dann halt vielleicht das hier. Das sieht fast so aus, als könnten wir hier dran. Mit ein bisschen Glück kommen wir an das jetzt ausnahmsweise mal wieder dran. Ansonsten weiß ich wirklich nicht, wie ich hier. Ach du je. Wie ich hier graben muss, damit wir rankommen. Man, theoretisch hier. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin ein bisschen deprimiert, deswegen. Weil ich an diese ganzen Sachen scheinbar nicht rankomme. Moment, hier war direkt noch was. Da. Aber. Das ist doch garantiert auch wieder. Mann, ich geh mal hoch. Ich versuch's mal von der anderen Seite hier. Ich will nicht raus. Ich möchte. Was ist das denn? Kann das hier irgendwo sein? Nee, auch nicht wirklich. Ja, ich fürchte, unsere Minen. Das mit der Mine hat sich erledigt. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Ich muss da mal ein bisschen googeln. Falsche Taste. Ich glaube, ich muss da wirklich mal googeln, wie ich die Sachen ausgraben kann, die scheinbar. Es ist ja auch schon wieder Abend. Es wird Zeit. Ich habe heute wieder kaum mit jemandem geredet. Also, es ist ein bisschen wie in Stardew Valley. Ich konzentriere mich irgendwie erst auf andere Sachen und danach treiben wir so ein bisschen die Freundschaften hoch, glaube ich. Okay, wir brauchen aber auf jeden Fall Kupferrohre. Das heißt, ich gehe mal einmal ganz schnell rein. Und guck mal, was wir so an Kupferplatten und Barren und Kupfererzen und sowas noch haben.
Ich habe wieder komplett vergessen, wo ich was hingetan habe. Das ist hier. Das abgenutzte Fell ist auch hier drin. Das ist die Brille. Die lasse ich mal hier drin, bis ich weiß, wer sie braucht. Da ist eine Disc. Die tun wir da woanders rein. Was ist noch das? Wir haben hier auf jeden Fall noch Steine. Die nehme ich mal mit. Ein Kupferbarren, ein Brett. Von Kupfer sonst haben wir gar nicht so viel. Ich glaube, ich habe diesmal kein einziges Kupfer ausgegraben. Den lasse ich auch mal hier drin. Hier sind Bretter, Holz. Das kann auch da rein. Das war hier drüben drin. Da war unser Essen drin. Das ist jetzt auch uninteressant. Und dann war hier drüben waren dann die Discs, die restlichen. Genau, 5 Discs. Das heißt, wir können wieder irgendwas. Das kann ich auch mitnehmen. Und eine so eine Scheibe haben wir schon. Ich brauche ganz, ganz dringend mehr Kupfer, stelle ich fest. Aber sowas von dringend. Okay. Und am Sonntag ist dann wieder eine Versammlung. Ich hoffe, die sind nicht böse, dass ich so lange brauche für die Brücke. So, ein bisschen Glas haben wir. Richtig, ich wollte Holz. Aha, ich wollte Holz holen. Moment. Ich muss ja nachlegen, damit unser Glas auch fertig wird. Wir brauchen nicht so viel, aber es zieht sich halt doch ein bisschen im Ganzen. Ich habe auch kein Holz mehr. Okay. Habe ich denn anderes? Da ist noch ein bisschen Kupfer. Das habe ich versehentlich weggetan. Und das hier ist, was ist das? Zinnerz. Das könnten wir eventuell... Ah, schwierig, schwierig. Okay. Ich muss noch ein bisschen Holz sammeln, damit wir genug Glas herstellen können. Also sprich, wir hacken noch ein kleines bisschen. Und ich wollte gucken, was ich brauche, um eine bessere Axt herzustellen. Die Bronze-Axt, dafür brauche ich Bronzebarren natürlich. Und Verbesserungsset. Wo kriege ich denn das Verbesserungsset nochmal her? AG Bau verbessern. Müsste ich morgen vielleicht auch mal gucken. Aber jetzt gehen wir erstmal ganz kurz hier runter. Und hacken noch ein bisschen Büsche weg. Bevor es zu spät wird. Tja, das war jetzt nicht halb so ergiebig, wie ich gehofft hatte, der heutige Tag. Ich dachte ja, wir kriegen schon unseren Bauplan und alles Mögliche und schaffen dann einiges, aber dem war jetzt nicht ganz so. Ich muss aber definitiv nochmal in die Mine übers Wochenende, also jetzt Ingame-Wochenende natürlich, einfach um Kupfererz zu bekommen. Oder tatsächlich gucken, ob wir irgendwo Kupfererz kaufen können. Das wäre auch eine Idee. Wir haben eigentlich in der Stadt noch nichts gekauft und wir haben hin und wieder was verkauft am Anfang. Das heißt, wir haben ja auch ein bisschen Geld. Allerdings haben wir jetzt nächste Woche auch keinen Discount mehr auf die Mine. Das heißt, ich sollte vielleicht doch da nochmal rein. Ah, wir gucken einfach mal. Wir gucken einfach mal. Noch ein bisschen Holz brauchen wir auf jeden Fall. Es wäre auch schade, jetzt unsere Punkte verfallen zu lassen, so im Ganzen. Dann müssen wir Pflanzkästen auch bauen. Das heißt, wir brauchen wirklich viele Holzbretter im Ganzen noch. Aber ich brauche auch wirklich, wirklich endlich Hartholz. Für irgendwas habe ich das schon verwendet. Irgendjemand wollte irgendwas und ich habe Hartholz dafür verwendet, das wir bekommen haben, freundlicherweise. Ja, und ich Nüsschen habe es einfach weggemacht. Ich weiß aber gerade auch nicht mehr, für was ich das verwendet hatte. Weil ich vergesslich bin. Und weil ich eine kleine Porsche-Pause hatte von ein paar Tagen. Manchmal ist es mit dem Aufnehmen sehr lustig und ich habe die letzten Tage viel mit anderen zusammen verbracht, auch spielend und... Ja, wenn man dann schon den ganzen Tag am PC sitzt und aufnimmt und Dinge tut, dann kann man hinterher manchmal Oh, haben die beiden etwa ein Date hier? Oder waren die nicht Geschwister? Ich weiß es gar nicht mehr. Hey, Ginger. Hello. Hi. Gus is a great brother, but he's always worrying about me, even though I'm not a child anymore. Oh, aber das ist lieb, dass er sich Sorgen macht. Das ist wirklich süß. Goodbye. Bye bye. Hi Gast. Du großer toller Bruder, du. That's Sunday fireside. Makes me sleepy. Okay. Wir haben 2 Beziehungspunkte bekommen. Das haben wir unserem Perk zu verdanken. So ein bisschen noch. Wir wissen ja, nicht um Mitternacht werden wir umkippen. Aber trotzdem sollte ich es nicht mehr übertreiben. Ich muss ja da auch noch Feuerholz nachlegen für unseren Ofen. Und man muss es ja nicht ganz ausreizen. Wir müssen ja nicht irgendwo umkippen. Weil es natürlich auch interessant wäre, was passiert, wenn man umkippt. Irgendwie interessiert es mich ja tatsächlich. Na du Lama, ich tue dir nichts, keine Sorge. Ich habe genug Fleisch. Und ich weiß nicht mal, was ich damit machen soll. Ich habe ja noch keinen Grill. Und für den Grill bräuchte ich Kupferrohre. Und ich muss ganz dringend. Wir werden am nächsten Tag gucken, ob wir irgendwo Kupfer kaufen können. Die werden ja wohl am Wochenende geöffnet haben irgendwie. Hoffe ich. Sehr. So, da können wir wieder
das mitnehmen und dann haben wir, glaube ich, jetzt fast schon genug Glas. Wir werden hier auf jeden Fall... Wie lange braucht es denn noch? Es braucht noch 21 Stunden. Das heißt, wir bräuchten noch etwa 7? Noch etwa 14 Stunden. Oh je. Ja, bestätige es einfach mal. 1955, 20... Ein bisschen Holz fehlt uns. Ach, kann ich da nicht noch weiter nachlegen? Ach so, 20 von 20. Okay. Habe nichts gesagt, habe nichts gesagt. Konnte man hier noch was herstellen, was uns... Bronzebarren, die kann ich nicht hier machen. Holzbretter, die wären natürlich auch schön Hartholz ziehen. Dafür brauche ich aber erstmal... Ja, und wir müssen definitiv noch ein Geschenk herstellen. Ich würde gerne... Dann machen wir erstmal die Montage hier wieder weg. Denn ich würde gerne irgendetwas... Vielleicht einen Wassertank herstellen. Das wäre eine Idee. Da brauchen wir nur ein Holzbrett, ein ganz normales. Und ich glaube, Wassertanks sind gar nicht so unbeliebt. Dann könnten wir da gucken. Steinziegel 5-mal, das könnten wir noch einbauen. Okay, und was brauchen wir für den Tankboden noch? Brauche ich da nicht Bretter für? 4? 4 sind meine Bretter, oder? Holzbretter, ja. Perfekt. Dann würde ich nämlich einen... Dann würde ich einen Wassertank vielleicht. Ich würde auch nochmal einen aufstellen, um ehrlich zu sein. Oh, machen wir morgen. Machen wir morgen. Beziehungsweise ich kann hier nochmal Holz nachlegen, glaube ich. Vielleicht, ja. So... Bisschen mehr. Reicht es dann schon? Ja, es könnte eventuell ganz knapp reichen. Dann gehen wir jetzt aber erstmal schnell schlafen, bevor wir umkippen um eins. Ich weiß, ich habe echt nicht aufgepasst, wann es war. So, erstmal eine Runde schlafen. Ja, bitte. Dann machen wir noch einen Wassertank. Dann könnten wir einen Wassertank spenden. Und natürlich könnten wir auch... Es fragen auch immer mal wieder Leute nach Wassertanks für die Aufgaben. So, ich gehe direkt raus. Ein Brief. Vermutlich ist unser Plan... Genau, Forschungsergebnisse. Einfacher Ofen. Hallo, wir haben die Forschung für den Bauplan abgeschlossen. Hier ist das Ergebnis. Einfacher Ofen. Dankeschön. Habe ich den jetzt gelernt oder habe ich den im Inventar? Nee. Ich guck mal hier. Das Glas haben wir fertig. Das können wir in der Klinik abgeben. Das machen wir auf jeden Fall auch. Und ich werde jetzt einmal gucken, ob wir nochmal... Brauchen wir noch irgendwas? Sind die alle fertig? Die sind... Noch nicht alle fertig. Die brauchen noch ja, 13 Stunden. Ja, 52, 51. Es könnte reichen. Holz könnte tatsächlich reichen. So. Ich würde gerne noch einen Wassertank bauen, wenn ich ehrlich bin. Hier. Holz. Ah, ich habe nicht genug Holzbretter. Okay. Die stellen wir nochmal her. Die hätte ich auch gestern schon herstellen können. Aber da habe ich nicht dran gedacht. Fertigen bitte. Die maximale Anzahl. Das schadet gar nicht so sehr. Und dann können wir hier gleich nochmal die Steine einbauen. Jetzt habe ich nicht mehr genug Steinziegel für einen weiteren. Ich hätte aber einen... Ja, einen Wassertank hätte ich halt, den ich jetzt abgeben könnte, ne? Erstmal schauen wir jetzt... Wir können heute noch mal ein wenig nach Kupfer gucken. Ich lege die Sachen hier mal eben weg, damit wir genug Platz im Inventar... Wobei, nein, nein. Ich hole ein paar Sachen zurück, die wir verkaufen können. Das könnten wir wieder ins Forschungszentrum bringen. Das Zeug darf ich nicht verkaufen. Holz... Nein, nicht Holz. So. Da könnte ich gucken. Die könnten wir einmal verkaufen eventuell. Das gebe ich vielleicht als Spende fürs Dorf. Für die Stadt. Das muss ich mal gucken. Und ich wollte eigentlich hier drin nachgucken. Nein, nicht hier drin. Oh Mann. Ich guck mal, was wir für den kleinen Ofen brauchen. Aber eigentlich haben wir den doch auch schon. Ich bin auf ihre Idee. Wir könnten die hier verkaufen. Das würde, glaube ich, ganz gut gehen. Das möchte ich gerne nach oben tun. Und wir könnten ein paar normale Äpfel verkaufen. Und den Rest würde ich erstmal, was ist das gewesen? Honigbienenwachs und Könige. Das Honigbienenwachs könnten wir auch verkaufen. Und die Köder natürlich. So, dann gehen wir heute ins Forschungszentrum, ein paar Sachen verkaufen und klappern mal die Händler ab. AG Bau, da müssen wir auch mal hin. Ich werde mir auf der Karte mal das kurz markieren, wo das ist und hoffen, dass die samstags geöffnet haben. Denn ich würde natürlich liebend gerne hier... Die Klinik. AG Bau. AG Bau. Da ist es. Mache ich das nochmal markieren. So. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Im Rathaus. Das Geschenk voll. Ich werde mal noch warten. Wir haben bis zum 18. Zeit, beziehungsweise bis zum 17. Hallo, Sanwa. Also sprich, wir haben ja ein kleines... Ach, das ist ja direkt hier. Perfekt, dann gucken wir da erstmal, denn wir brauchen ja eine Verbesserung, damit wir unsere bessere Axt herstellen können, damit wir endlich Hartholz bekommen, damit wir endlich weiterkommen.
So, hallo Albert. Wie geht's dir denn heute? Have you ever met Gust's sister? She looks so fair. She doesn't come outside very often. I've only seen her a few times. Du scheinst jetzt aber wirklich Interesse an der Guten zu haben. Und ja, ich habe sie schon getroffen. Sie sieht sehr lieb aus und klingt auch sehr nett. Okay, das müsste hier, glaube ich, sein. Gust ist zwar nicht da, aber das sollte ja nichts machen. Wie kann ich das denn verbessern? Hier könnten wir Sachen, glaube ich, verkaufen. Steht das hier irgendwie, wie ich meine... Oh, hier sind so viele schöne Sachen, die wir... Wir könnten natürlich auch sowas kaufen, falls wir es uns irgendwie leisten können. Der ist süß. Okay, sowas muss nicht sein, aber... Na, ich habe 1200. Ich überlege halt, ob ich nicht irgendwas Hübsches... Oh, sind die Sachen teuer. Sind die Sachen teuer. Guck mal, die süße... Nur ein rosa Fuß. Ich will die rosa Tapete haben. Hasst mich, aber ich will die rosa Tapete. Okay, hier geht das nicht mit dem Aufwerten. Geht das vielleicht hier irgendwo? Ah, okay. Ah, hier kann ich mein Gebäude... Okay. Arbeitstisch, das hier wäre es. Da bräuchte ich, verbessern. Ich müsste ihn verbessern lassen. Ich bräuchte Holzbretter, alte Teile und... Oh, ich brauche Gold. Okay. Belohnungen. Ich kann dann diese Dinge hier herstellen, wie es aussieht. Oh, das ist ja süß. Ein flauschiger Anhänger. Okay, ich brauche alte Teile. Da müsste ich gucken, ob ich noch welche habe. Und Holzbretter kann ich herstellen, wenn ich Holz abbaue. Okay. Die Montagestation, die kann ich auch verbessern für sehr viel. Okay, das kann ich mir jetzt nicht leisten. Das Haus? Nur aus Neugier mal, wo wir schon mal hier sind. Und 10.000 Golds. Aber wir kriegen... Oh, wir kriegen Boni. Oh, ich will das Haus verbessern. Und ich will einen Stall für ein Pferd. Ich will ein Pferd halten. Kann ich bitte ein... Oh, doch. Ich will einen Stall für ein Pferd haben. Okay, wir können uns leider hier überhaupt nichts leisten. Ich brauche Golds. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal einen Händler nerven und verkaufe ihm irgendwas. Vielleicht unseren männlichen Freund. Das wäre doch eine schöne Idee. Da gehen sie zur Schule. Oder hier, wo es Essen gibt. Ich müsste halt auch gucken. Ich könnte bei Higgins vorbeischauen, ob er Kupfer verkauft. Ich glaube zwar, er wird es uns nicht gerne verkaufen, aber ja, letztlich sind wir halt dann auch Kunden, oder? Ich meine... warte mal, hier vielleicht. Tools. Kann ich hier auch... Okay, er kauft... Ah, da, er verkauft Kupfer. Für zwei. Ja, das würde doch eigentlich gehen. Das ist eine einfache Axt, die brauche ich nicht. Verbesserungsset. Beinhaltet alles, was du zum Verbessern deiner Werkzeuge brauchst. Okay. Das brauche ich, definitiv. Da brauche ich auch keine verbesserte Werkbank, glaube ich, sondern das... Ich hoffe zumindest, das reicht. Das würde ich... Einmal habe ich die jetzt gekauft? Nee, ne? Ja, so, jetzt kann ich sie kaufen. Bestätigen. Und das hier bräuchte ich ein... Sollen wir gleich 100 davon kaufen? Ich würde mal sagen, ja. Und hier können wir auch noch gleich... Ist es die maximale Anzahl? 20? Okay, ausverkauft. Alles klar. Energiesteine könnte ich auch. Ich habe nicht mehr ganz so viel. Ich muss wieder dringend Golds bedienen, aber ich könnte noch ein bisschen was kaufen. Minus 14. Hä? Wie minus 28? Komme ich gerade... Warte mal. 66. 32. Ich dachte schon, ich kriege vielleicht Rabatt. Aber das tun wir nicht. Ich würde davon gerne einfach nochmal 3 kaufen. Das sollte gehen. So. Was macht das? Zur Dekoration verwendet, wird von Kindern überall geliebt. Okay, dann verkaufen wir mal Sachen wie zum Beispiel Äpfel. Ja. Warte mal, minus... Ich will mal was probieren. Da stand mal minus dran. Ist es bei dir vielleicht? Kann ich bei dir auch Sachen verkaufen? Once I said I wanted to be the strongest man in Portia. They all laughed. Then I said I wanted to run a furniture store. They laughed even more. But look who got the last laugh. Du bist eine Inspiration, Pauly. Tatsächlich bist du das. Okay, ich würde gerne bei Cooler Kumpel eventuell Sachen verkaufen. Da können wir auch Boxen und alles kaufen, wenn wir mal irgendwas... Ah, der Bauplan für eine Straßenlaterne müsste das sein. Okay, wir wollen aber Sachen verkaufen. Das ist auch minus. Na gut. Wir bestätigen mal hier den Verkauf davon. Dann verkaufen wir hier die Sachen. Ich wollte eigentlich alle verkaufen, dass wir wieder ein bisschen Geld zusammenkriegen.
Ja, das ist nicht viel wert. Das, okay, wir haben insgesamt nicht allzu viel, was wir... Vermutlich gäbe es irgendwo einen Händler, bei dem wir mehr dafür bekommen. Jetzt haben wir wenigstens wieder 1000, das ist okay. So. Es ist noch früher Morgen. Ich gehe mal schnell ins Forschungszentrum und gebe unsere Discs ab. Mal gucken, was wir da kriegen für. Es ist okay, wenn wir ein bisschen länger warten. Wir haben notfalls einen Wassertrog zum Verkaufen. Und wir haben jetzt Holz und... So, wiederherstellen. Nein, das war das Falsche. Das war das ganz Falsche. Wo ist denn... Wo ist denn Petra? Bei Merlin kann ich das ja nicht machen. Hier. Wenn du irgendwas von Wert aus der alten Welt findest, gib es uns bitte. Du hast ja keine Ahnung, wie sehr Entdeckungen die Welt verändern können. Ja, nicht auch das, was die Kirche sagt. Wir wollen nur durch Fortschritt eine bessere Welt schaffen. Das schafft ihr auch sicher, aber ich bräuchte jetzt trotzdem... Ah, warte mal. War hier nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass ich das selber... Ah, da ist sie ja, Petra. Hallo. Ich habe... Hi. Did you discover something new? Ja. Das sollten genug Datendisks sein. Wenn du... Also, wir können mehr abgeben, wenn wir schneller arbeiten wollen, aber ich habe ja keine mehr. The data corruption on these disks are minimal. There should be useful info on them. We'll have something for you by tomorrow. Okay, dankeschön. Und jetzt wollte ich noch mit dir plaudern. There are many forgotten technologies from the old world. Last time Arlo found a self-heating box. Merlin tried heating an egg. And it almost blew up the research center. Ich kann mir übrigens nur vorstellen, dass das eine Mikrowelle gewesen ist. Es passt so, wenn ihr Eier in die Mikrowelle tut, dann explodieren die armen Dinger, ja? Also die Eier, nicht die Mikrowellen. Und apropos Arlo, wo ist eigentlich mein lieber Arlo? Ich glaube, ich möchte mich sehr mit ihm anfreunden. Ich finde ihn nämlich sehr knuffig. Oh, was macht ihr denn da? Darf man mitmachen? Hallo, Martha. Hallo. I wish my son would stop dreaming about a life of adventure. Why can't he just have a peaceful life here in Portia? Das weiß ich nicht. Aber ich sehe gerade, unsere Zeit ist praktisch vorbei. Ich spreche noch mit Carol. Und dann würde ich sagen, beende ich mal die Folge für heute. Let me know if you see anything you like. Also lass mich wissen, wenn du etwas siehst, was du magst. Das werde ich sie definitiv wissen lassen, aber erst das nächste Mal. Für heute machen wir Schluss. Wir haben ein bisschen was geschafft. Und wir haben vor allem eingekauft. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Da hinten sehe ich jemanden vorbei. Ach nee, das ist das Kind. Wir müssen auf jeden Fall noch in die Klinik, damit wir die Quest abgeben können. Wie gesagt, macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei My Time at Portia. Bis dahin. Bye, bye.